YouTube, was geht? Hier ist Patrick Spector von Always Overdressed und heute begrüße ich euch zu einem besonderen, speziellen Video, weil heute gibt es mein Sneaker-Kollektions- bzw. mein Sneaker-Sammlungs-Update aus dem Jahr 2020. Das bedeutet, alle Schuhe, die ich mir im vergangenen Jahr gekauft habe, werde ich euch einmal hier präsentieren. Ich dachte einfach, es macht Sinn, euch auf dem aktuellsten Stand zu halten, auch wenn es schon einen ersten Teil gibt. Das ist aber, ja, die Fortführung davon, quasi jeder Schuh, der jetzt noch dazugekommen ist. Ich hatte euch versprochen, das einmal im Jahr zu machen, falls ihr wollt, dass wir dann 2021 nochmal in ein paar Monaten retrospektiv anschauen. Dann wisst ihr Bescheid, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, dann werde ich das natürlich auch machen. Es ist wahrscheinlich nicht möglich, jetzt zu jedem Schuh großartig was zu erzählen, weswegen ich jetzt einfach versuchen werde, euch so eine kleine Zusammenfassung zu geben, und ich würde vorschlagen, ohne lange drumherum zu labern, starten wir einfach mal mit den einzelnen Schuhen. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass das jetzt nicht in irgendeiner besonderen Reihenfolge ist. Ich habe mir die hier aufgereiht und werde mir jetzt nach dem Zufallsprinzip einzelne Schuhe einfach rauspicken und euch die zeigen. Wir fangen an mit einem Schuh, der vergangenes Jahr zugegebenermaßen einen sehr, sehr großen Hype hatte, nämlich dem LV Trainer. Ich habe mir den in dem orangenen Colorway gekauft, war für mich einer der stärksten. Es gibt auch noch andere coole, zum Beispiel der grüne, der rausgekommen ist, zusammen mit diesem hier, war sehr, sehr interessant. Auch wenn ich ihn derzeit nicht so häufig anziehe, muss ich sagen, dass ich, besonders jetzt für die wärmeren Tage, die vor der Tür stehen, den mit Sicherheit, das ein oder andere Mal tragen werde, aber jetzt für die Wintertemperaturen, beziehungsweise wenn es regnet oder schneit, ist der Schuh eher weniger tragbar, alleine weil er vom Colorway eher sommerlich gestaltet ist, wie ihr wahrscheinlich alle seht. Dann als nächstes ein absoluter Grail. Das war einer dieser Sneaker-Releases im vergangenen Jahr, die ich nicht verpassen durfte. Ich habe natürlich den Schuh nicht für Retail gekriegt. Ich musste ihn mir für teuer Geld im Resale kaufen. Aber dieser Jordan 4er in der Zusammenarbeit mit Off-White war es mir auf jeden Fall wert, weil das ist einer dieser Schuhe, da sehe ich mich einfach drin. Ich freue mich nach wie vor, den anzuziehen, und kann ich einfach sehr, sehr gut in meinen Style integrieren. Sehr viele Hosen, die ich habe, passen zu diesem Schuh. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich mir in Zukunft noch den einen oder anderen weiteren Jordan 4er kaufe. Zum Beispiel den All Black, den Black Cat. Der steht noch auf meiner Want-to-Buy-Liste. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Jordan 4er. Hier der Metallic Purple. Der ist in einem Pack mit 4 Colorways rausgekommen. Ich fand den lilafarbenen mit am besten. Der grüne ist auch noch sehr, sehr wild. Und dann gab es noch den orangenen, wenn es mich nicht täuscht, und den roten. Der lilane und der grüne für mich auf jeden Fall die stärksten. Habe ich mir auch Resale gekauft für, lass mich nicht lügen, 250 Euro, irgendwas so um den Dreh. Sorry, wenn ich jetzt nicht immer die Preise hundertprozentig auf die Kette kriege, aber das soll auch absolut kein Flex-Video sein, wo ich jetzt irgendwie mit den Preisen der Schuhe angebe, sondern es geht halt mehr um die Sneaker an sich, weil viele dieser Schuhe ziehe ich auch noch sehr, sehr gerne an. Wir kommen auch vielleicht zu ein paar Fehlkäufen, die immer mal wieder dabei sind, aber ich glaube, dieses Mal hält sich das definitiv in Grenzen. Kommen wir zu ein paar Sneakern, die ich bis jetzt noch gar nicht anhatte, nicht weil ich die nicht feiere oder so, sondern einfach, weil die Gelegenheit noch nicht da war, und vor allem auch, wie gesagt, jetzt bei diesen kälteren Temperaturen macht es wenig Sinn, hier zum Beispiel diesen Adidas Continental in komplett beige zu rocken. Den habe ich mir erst vor kurzem gekauft, aber dazu werde ich auch gleich noch was sagen, weil wir werden noch mal den einen oder anderen Sneaker sehen, der in eine ähnliche Richtung geht wie der Kollege hier. Dann ein Schuh, wo es dann eher kritisch wird, meine Freunde. Den habe ich mir in derselben Nacht gekauft wie den Nike Air Force One mit den Sternen drauf. Ich glaube, das ist ein Schuh, an den ihr euch alle wahrscheinlich erinnern werdet. Ich werde ihn euch hier nicht in diesem Video präsentieren können, einfach aus dem Grund, weil er immer noch bei Sean ist. Er wollte ja diesen Schuh versuchen irgendwie zu retten. Mal schauen, was dabei rumkommen wird, aber bis jetzt, habe ich ihn einfach nicht mehr. Ich habe ihn quasi hergegeben. Aber in derselben Nacht habe ich mir halt diesen Nike Air Force One High gekauft. In diesem weiß-grau-grünen und teilweise auch gelben Colorway. Leute, vergessen wir das einfach mal. Ich finde den nicht ganz so schlimm wie der andere mit den Sternen, aber ist halt auch nicht einer meiner besten Cops. Dafür werden gleich noch wilde Schuhe kommen,
die ihr dann vielleicht mehr nachvollziehen könnt. Hier dann nochmal ein Schuh, der in eine ähnliche Richtung geht wie gerade gesehen, nämlich der Adidas Continental. Hier ein Reebok Club C in diesem weiß-grauen Colorway. Das ist wirklich ein Schuh, weil, meine Freunde, den habe ich mir tatsächlich letztes Jahr zweimal gekauft, den ich sehr, sehr, sehr gerne anziehe. Das ist mein derzeitiger Lieblingsbieter. Immer wenn ich mir nicht groß Gedanken machen will, was ich für einen Schuh anziehe, ziehe ich einfach den an, weil das ist wirklich für mich der Schuh, der immer geht. Ich habe ihn hier mit dem grünen Logo und hier, wie gesagt, mit dem grauen. Beides Paare, die nicht viel Geld kosten. Falls ihr auf der Suche seid nach einem Schuh, der immer geht, meine Freunde, und vielleicht nicht Lust habt auf einen Nike Air Force One, dann schaut euch mal vielleicht den an. Und dann der letzte Schuh, den ich bis jetzt noch nicht anhatte, aber auch der, meine Freunde, muss ich sagen, dass ich den nicht als Fehlkauf interpretieren würde, ist dieser Adidas Superstars mit dieser Vintage-Sohle und den großen Laces hier. Ist ein Schuh, den wir alle kennen, der eine Zeit lang totgerockt wurde, beziehungsweise nicht totgerockt, aber den man sehr, sehr häufig gesehen hat. Und mittlerweile, gerade jetzt hier in dieser speziellen Variante, finde ich, kann man den auf jeden Fall rocken. Und auch das, meine Freunde, ist ein Schuh, wo ich mich jetzt, wo die Tage wieder länger werden, ja, die Sonne scheint, wo ich mich drin sehe auf jeden Fall. Mal sehen, wie oft ich ihn dann in Zukunft rocken werde. Wenn wir jetzt gerade schon von Air Force One gesprochen haben, dann darf mein eigener natürlich nicht fehlen. Das ist der Nike Air Force One XADR, wenn man so will. Den haben wir auch in der Zusammenarbeit mit Sean rausgehauen. Hier vorne mit den zwei Verschlüssen. Hier haben wir einmal noch das Logo draufgestickt. Gab es, glaube ich, insgesamt, ich weiß nicht, 10 oder 20 Mal. Alle, die einen haben, können sich auf jeden Fall darüber freuen, weil den wird es so in der Form nicht mehr geben. Und war quasi so als Special für die Superfast-Kollektion gedacht, die ja tatsächlich sehr, sehr gut bei euch angekommen ist. Einen Schuh habe ich tatsächlich vergessen, den ich bis jetzt noch nicht anhatte. Das ist ein, ich weiß gar nicht, eine Zusammenarbeit zwischen Adidas und Soulbox, die ich zugeschickt bekommen habe. Grüße gehen nochmal an der Stelle raus. Finde ich vom Colorway interessant, aber auch im selben Moment schwierig. Ja, bis jetzt bin ich noch nicht so hundertprozentig mit dem warm geworden. Bevor wir dann weitermachen mit den Sneakern, habe ich mir noch zwei Boots gekauft. Einmal hier diesen sehr, sehr schweren, also der wiegt wirklich eine halbe Tonne, von Rick Owens mit diesen Reißverschlüssen an den Seiten. Ist halt ein Boot, Freunde. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder von euch irgendwie mit Boots klarkommt. Ihr habt in der Vergangenheit schon gemerkt, dass ich auf jeden Fall Boots sehr, sehr gerne mag. Und das ist einer meiner Cops, die ich mir letzten Winter gekauft habe. Mein Ziel ist es tatsächlich, mir jeden Winter einen neuen Boot zu kaufen, weil das ist eine Geschichte, davon habe ich persönlich länger etwas. Und dann bin ich auch bereit dafür, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, weil, wie gesagt, die ziehe ich auch noch in 3, 4, 5 Jahren an. Genauso wie diese hier von Bottega Veneta mit dieser Chunky Sohle. Silhouette kennt wahrscheinlich jeder von euch. Hat 850 Euro gekostet. Der von Rick weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, den habe ich sogar im Sale geschossen für 700 Euro, wenn es mich nicht täuscht. Also auch hier wieder verdammt viel Geld für Schuhe. Aber das sind für mich Sachen, da lohnt sich die Investition einfach viel, viel mehr. Weil, wie gesagt, da habe ich längerfristig was von. Und das sind Schuhe, die ich Ewigkeiten anziehen kann, die auch von der Qualität absolut nice sind. Wenn wir gerade schon von Boots gesprochen haben, dann kann ich euch direkt auch hier diesen Gummistiefel zeigen. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen Converse und Ambush. Das ist wirklich ein Schuh, den ich gerade in der letzten Zeit extrem häufig anhatte. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, aber bei uns lag wirklich Zentimeter hoher Schnee und da war dieses Ding wirklich perfekt. Klar, sonst ist der eher schwierig zu rocken, aber für diese Jahreszeit ist er wirklich optimal. Ich hätte mir kein besseres Schuh wünschen können als diesen hier, und da ich ihn mir sogar im Sale geschossen habe, ich glaube von 160 auf 110 Euro, bin ich damit absolut zufrieden. Da hatte ich mir auch schon vergangenes Jahr die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden gegönnt und auch den kann ich euch nur ans Herz legen, weil das ist ein Schuh, den man auch funktionell sehr, sehr gut anziehen kann. Dann zu zwei Sachen, die jetzt nicht zwangsläufig Schuhe bzw. Sneaker sind, die ich aber trotzdem hier in diesem Video erwähnen möchte, nämlich einmal hier diese Yeezy Slides in dem beigen Colorway
und als Alternative sozusagen meine Adiletten, die ich sehr, sehr häufig, wie ihr sehen könnt, hier als Hausschuhe verwende. Die kosten 20, 30 Euro und erfüllen ihren Zweck. Ich glaube, viele von euch haben auch selber Adiletten zu Hause und werden mir da auf jeden Fall recht geben, dass die Dinger ja eigentlich ein Must-Have sind. Und die Yeezy Slides hatte ich bis jetzt noch gar nicht an, tatsächlich. Wow. Aber hier muss ich auch fairerweise sagen, dass ich mir die nicht selber gekauft habe, sondern bei den Mystery Boxen gewonnen habe. Falls ihr nicht wisst, was die Mystery Boxen sind, meine Freunde, dann checkt mal meinen Patrick Spector Kanal ab, wo die ganzen Twitch Highlights online kommen, weil dann werdet ihr verstehen, warum ich ja diesen Schuh besitze. Link zu diesem Kanal ist natürlich, meine Freunde, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann ein Schuh, Freunde, der so krass durch den Kakao gezogen wurde. Ich kann gar nicht verstehen, wieso, weshalb, warum. Wobei, vorsichtig, ich kann doch verstehen, wieso, weshalb, warum. Weil, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich auch nicht so krass ein Fan von ihm. Aber wenn man ihn selber mal anzieht, dann versteht man ihn, glaube ich, eher, als wenn ich ihn jetzt einfach nur hier in die Kamera halte. Nämlich dieser Sneaker hier von Magella mit diesen ganzen, Kleberesten drauf, kann man das so nennen. Sehr, sehr experimentelles Ding. Nicht jeder von euch wird das Ding fühlen. Und auch wenn man den Retailpreis von 1250 Euro beachtet, ja, eher schwierig, aber Schnäppchen Patrick war natürlich in der Lage, sich den ein bisschen günstiger zu kaufen und für mich auf jeden Fall ein Schuh, den ich nicht missen möchte und den ich sehr, sehr gerne anziehe. Ja, meine Freunde, das ist ein Brett und auch wenn der nicht bei jedem gut ankommt, der ist wild, Freunde, der ist Real Talk wild, fast genauso wild wie dieser Treter hier, das ist der Oversized Chuck von Maison Mihara Yasuhiro. Den haben wir uns auch gemeinsam auf Twitch gekauft. Gibt es in unzählig vielen Colorways, auch als High-Variante. Ich habe jetzt hier den Low-Top in diesem, ja, lila bzw. dunkelrot mit blau und gelb hinten noch dran. Auch das ist vermutlich eher ein Schuh, den man selber anziehen muss, um den appreciaten zu können, weil der kommt auf Fotos längst nicht so krass rüber, wie der in Real Life ist, weil der ist schon sehr, sehr klobig und ja, bulky am Fuß, anstatt so filigran und dünn, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähnlich sieht es dann bei dieser Collab aus. Das ist eine zwischen Converse und Feng Cheng, der ja auch Ende des Jahres released wurde. Einmal in diesem Colorway und dann noch der etwas schlichtere, der schwarz-weiße. Ich habe mich jetzt hier für den etwas lauteren entschieden, einfach weil ich fand, dass man hiermit einfach nochmal so einen kleinen Hingucker in dem einen oder anderen Outfit setzen kann, anstatt ja, den nächsten schwarz-weißen Schuh sich zu grabben, wie zum Beispiel diesen hier, der dann vielleicht alltagstauglicher ist, aber man will natürlich auch ein bisschen Variation haben. Dieser Schuh hier ist ähnlich wie der Off-White Vierer, ein Schuh, den ich nicht missen konnte, nicht missen durfte. Die zweite Zusammenarbeit, die zweite oder mittlerweile dritte sogar, da kam ja einmal der Blazer und der Waffle raus und das ist dann einmal die Fortführung zwischen Nike und Sakai. Wirklich ein absolutes Brett mit dem Off-White Vierer Jordan, ja, meine Top 2 Pickups im Sneaker-Bereich vom letzten Jahr. Auch dem, meine Freunde, war ich nicht in der Lage, mir Retail zu kaufen. Wie soll es auch anders sein? Wahrscheinlich sieht es bei euch genauso aus. Und diese Sneakers-App gönnt immer einen L und da muss man einfach in den sauren Apfel beißen. Hier bei dieser Collab sieht es dann schon anders aus, weil den habe ich tatsächlich ausnahmsweise mal für Retail mir koppen können, nämlich diesen New Balance 550 in dem grünen Colorway. Auch da kamen, glaube ich, 4 insgesamt raus. Der hier mit dem grauen, mein Favorite. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, ja, dass ich mir den koppen konnte, weil das ist ein Sneaker, den sieht man nicht allzu häufig auf den Straßen und ist einfach nochmal so ein bisschen, ja, was anderes, ein bisschen sportlicher als vielleicht, ja, die sind alle sportlich eigentlich, ne? Sneaker sind sportlich, macht Sinn. Vergiss das, was ich gerade gesagt habe. Machen wir einfach weiter mit dem nächsten Schuh. Der war auch eine ganze Zeit lang auf meiner Want-to-Buy-Liste. Der Dunk in der Zusammenarbeit mit Off-White speziell hierbei ist, dass ich hier einen Lace-Swap durchgeführt habe, weil mit diesen komischen roten Schnürsenkeln taugt der mir gar nicht, aber so insane, meine Freunde. Viele von euch haben gefragt, woher ich die Laces habe, die hier reingekommen sind. Das waren einfach die zusätzlichen Schnürsenkel, die dabei waren, als ich mir den Off-White Vierer gekauft habe. Die hatte ich noch übrig und habe die dann quasi ja, wiederverwendet, wenn man so will. Kommen wir dann zu einem weiteren Gewinn aus den Mystery Boxen. Auch ein Schuh, den ich mir vermutlich nicht selber gekauft hätte, nämlich wieder eine Zusammenarbeit. Crazy, wie viele Collabs einfach am Start sind. Hier einmal Nike in der Zusammenarbeit mit Undercover. Da gab
es auch verschiedene Colorways. Ich habe jetzt hier den blauen. Finde ich gar nicht mal so schlecht, dass der blau ist, weil ansonsten habt ihr gesehen, bis auf die ein oder andere Ausnahme, sind jetzt eher weniger blaue Schuhe mit dabei, weswegen ich den gar nicht mal so schlecht finde. Kommen wir zu zwei weiteren Schuhen, die ich ebenfalls in diese Kategorie mit einstufen würde, nämlich diese beiden Treter von Reebok. Das hier für mich auf jeden Fall der stärkere Colorway. Habe ich im Rahmen einer Zusammenarbeit bekommen und auch der, meine Freunde, erinnert mich an den Sakai. Ich weiß nicht wieso, aber der gibt mir low-key diese Vibes. Schreibt mir mal diesbezüglich gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so seht oder ob ich da einfach einen Knacks habe und dann einfach zu stark geinfluenced wurde von den Leuten von Sakai. Und dann neigt es sich auch schon so ein bisschen dem Ende. Die letzten vier Sneaker, die ich euch jetzt präsentieren möchte. Und dann war es das auch schon. Aber zugegebenermaßen reicht es dann auch wirklich. Weil für ein Jahr, ich weiß gar nicht, wie viele Schuhe es jetzt waren. Vielleicht klärt ihr das in den Kommentaren. Ist das schon, ja, zugegebenermaßen schon ein Haufen, der da irgendwie dazugekommen ist. Einmal hätten wir hier noch diesen Nike Air Force Custom in der Dior-Variante, wenn man so will, der ja so ein bisschen inspiriert ist an diesem hier, nämlich der Dior B23 Anfang des Jahres. Ein absolutes Grail für mich gewesen. Ich war dann unterwegs in Paris und habe ihn mir da gegönnt und bereue es bis heute nicht, auch wenn der gerade am Anfang extrem ungemütlich war. Jetzt mittlerweile hat sich das eingespielt. Ich kriege davon keine Blasen mehr. Aber am Anfang war das wirklich so schlimm. Ich habe den gerockt und ungelogen 20 Minuten später taten die weh. Taten einfach weh und ich musste die ausziehen, weil ich kam nicht klar. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht habe ich mir die falsche Größe gekauft, auch wenn der perfekt passt. Aber das war auf jeden Fall eine Sache, die ich hier an der Stelle noch erzählen wollte, weil da war auf jeden Fall Struggle am Start. Und dann die letzten beiden Sneaker, dann sind wir tatsächlich durch. Wären einmal, wie soll es auch anders sein, wieder eine Zusammenarbeit. Dieses Mal in der Zusammenarbeit mit Stussy in dem beigen Colorway. Ein absolutes Brett, meine Freunde. Für mich low-key underrated, dieser Release. Klar, viele hatten den auf dem Schirm, aber zwei, drei Wochen später hat irgendwie keiner mehr darüber gesprochen. Wobei ich die immer noch fire finde. Gerade dieser Colorway ist für mich insane. Und das, by the way, ist auch einer dieser Schuhe gewesen, die ich mir tatsächlich für Retail kaufen konnte. Wobei, ich glaube, ich habe die bei Ant geschossen und die haben irgendwie teurere Preise als üblich, weswegen ich da mehr oder weniger für Retail gezahlt habe. Aber fürs Gewissen, meine Freunde, tun wir jetzt einfach mal so, als wäre das ein Schnapper gewesen. Und dann als letztes und auch einer dieser Schuhe, die ich sehr, sehr häufig getragen habe, die Rick Owens Geo Baskets. Die hatte ich sogar Anfang 2020 auf meiner Grail-Liste gehabt und ich war in der Lage, sie mir zu kaufen. Klar, es ist nicht der OG, nicht der Rick Owens Dunk, aber für mich ein Schuh, den ich unnormal oft am Start hatte, getragen habe. Zum Beispiel auch mit dem Lanix-Set von ADR, gerade mit der Hose. Insane Kombination, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das war es tatsächlich gewesen von all meinen Sneakern, die ich mir im Jahre 2020 gekauft habe. Ihr könnt mir gerne mal als Question of the Video eure Favorite Pickups, eure Favorite Sneaker unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, falls wir im nächsten Jahr dann nochmal ein Update-Video raushauen sollen, dann wisst ihr Bescheid, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich bin erstmal raus, weil ich habe so viel erzählt. Ungelogen, dieses Video geht, weiß ich, ich habe jetzt locker 50 Minuten aufgenommen und ich darf das Ganze auf maximal 20 runtercutten. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, komme ich jetzt Pi mal Daumen auf 30 Sneaker. Das bedeutet, ein Jahr hat 12 Monate. Das macht circa 2,5 Schuhe pro Monat, die dazugekommen sind. Wow. Wow, wow, wow. Der Knacks crazy.